Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Devil May Cry. Hier gehen wir immer erstmal zu den Verbesserungen zu mal dieser Waffe und gucken, wow, hier gibt es ja unglaublich viel. Habe ich jetzt eigentlich auch nichts. Gucken wir mal, Aquila, was gibt's denn hier noch so? Ist das... Ah ja, ist das... Ja, das gucken wir mal. Und nochmal erhöhen, genau. Was soll man hier eigentlich noch so schmettern? Schlangenauge. Ja, es ist alles so... So, naja. Ach komm, hier, machen wir das mal hoch. Alles klar, Gegenstände brauchen wir nicht, wir haben eh nicht so viele Punkte. Auf geht's, Mission 17, Seelenfeuer. Hier sieht's ja interessant aus. Die Kammer von Mundus ist über dem Kern. Dort wirst du dich wieder mit Virgil treffen. Okay. Oh mein Gott. Alter. Ist doch gut. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Okay, wir müssen auf alle Fälle aufpassen, wann und wie wir hier durchgehen. Ja, das war's. Das war schon mal ein bisschen knapp. Egal. Na, guten Tag. Ach nö, wie ist das Hasser? Ja, vor allen Dingen weiß. Nein! Boom! So, jetzt machen wir dich erstmal kaputt. Sieht alles gerade noch mal ein bisschen unbeholfen aus, aber... tschüss. Scheiße, von wo kam ich jetzt? Von da oder von da? Ich glaube... Hier müssen wir lang. Ja, das sieht gut aus. Mann, ist das nervig. Oh, cool. Hat sich doch schon gelohnt, hier lang zu gehen. So, und darüber und... Hallo, liebe Leute. Hui. Komm mal, war das nicht? Ah ja, genau. Auch mal ein bisschen Ebony und Ivory wieder mit einbeziehen. Und ich werde da irgendwie die ganze Zeit getroffen, das ist super. Ui. Ach, dieses große Drecksie hier. So, guten Tag. Gegen dich will ich eigentlich noch nicht kämpfen. Mensch, die weichen da sogar. Wow! Verdammt, Mensch, diesen Haken aus, so. Die Elite Steiger. Gut, dass ich nichts getroffen habe. Na, ich will doch eigentlich mal ein bisschen und so. Genau, das. Große geht mir auf den Sack. Flup. Hui. Ist auch mal ein bisschen einsetzen. So. Jetzt bist du da. Komm mal her. Wow. Ja, scheiße. Einfach auf seinen Bauch hauen. Na komm mal her. Ich hab was für dich. Boom. Und zack. Und ja, da war's schon. Ach nö.
und... Oh, toll, jetzt muss ich... Ach, Mensch. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen... Och, Mann. Das ist aber auch wieder penetrant hier. So eine scheiß Hexe. Ups. Hier neben. Toll. Toll. Echt super. Ah, dankeschön. Jetzt hast du dein Schild nämlich weggemacht. Jetzt kann es wieder auf den gehen. Oh, Mensch. Ach, Mensch. Es läuft gerade echt scheiße. Was mache ich denn hier? Gehen wir aber auch schon wieder auf den Sack hier, Mann. Ups. Hier, schmeißt ja auch was zu. Na gut, wird dein Schild schon mal bearbeitet. So, jetzt kommen wir mal her. Mann, wie ist diese Hexenhasse einfach nur. Das ist so penetrant. Oh, eine verlorene Seele. Ist ja sonst noch irgendwas? Nö. Hier blinkt's nur toll. Müssen wir hier lang? Sieht so aus. Ups. Oh, das ist so nervig, wenn du immer auf irgendwas warten musst. Ach ja. Nein! Wie konnte das jetzt passieren? Wo bin ich denn jetzt? Hier, ja, mit übelst wenig Leben. Können wir gleich nochmal einen Haie dran reinnehmen. So, dankeschön. Geht's da drüben weiter oder geht's hier weiter? Ich glaube, da drüben geht's weiter. Was ist das? Haha! Das geht so schön schnell weg. Oh! Cool. Hier geht's nicht weiter, aber ein Elfenbeinschlüssel. Na Mensch. Das ist ja krass. Ja. Nein! Hat mir das jetzt Schaden? Ja, es hat mir Schaden gemacht. Und das nicht wenig. Kann ich hier runter? Lieber ein bisschen weggehen hier. Ja, das war ja easy. Einfach nur hier runtergezogen, den ersten. Ach Mensch, jetzt ist aber was los hier. Jawohl. Also mal hier. So, gucken, Gegenstände. Kaufen wir uns mal einen großen. Hey, wir haben noch eine goldene Kugel. Hallo. Das ist so eine coole Attacke. Vor allem, wie schnell die down sind dadurch. Wow, wow, wow. Was ist jetzt los? Ach, guten Tag. Was man hier nicht so alles entdeckt. Es ist toll. Oh. Hier kann man was rausziehen. Und wo geht es dann da lang? Ich hasse es. Schon wieder so viele Wege hier. Geht's da drüben? Da drüben ist eine Tür. Aber es sieht aus wie eine Goldtür. Egal, wir gucken mal hin. Ja, ist auch eine Goldtür. Haben wir noch einen Goldschlüssel? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hin. Du hast nicht genügend Goldschlüssel. Das war mir ja klar.
Schnell, schnell, schnell. Boah. Das macht aber auch Damage. Ist ja schon gar nicht so schön. Jetzt rumpf ich hier mein halbes Zimmer um. Auch nicht schlecht. Was kommt da eigentlich hochgeflogen? Seelen? Verlorene Seelen. Hui. Hey, was ist da? Ah, ein Dämonenstern. Hui. Kommen wir da irgendwie rüber? Kommen wir, ja. Ganz easy sogar. Und zack. Großer Dämonentriebstern. Stellt, ja, genau. Stellt halt die Dämonenenergie wieder vollständig her. Kommen wir jetzt auf den gleichen Weg wieder zurück. Ja, kommen wir. Da mir das alles ein bisschen gefährlich ist, nehmen wir jetzt einfach mal einen großen Stern. Na? Nein. Und damit es ein bisschen schneller geht. Dankeschön. Ui. Na? Na, hier kommt doch bestimmt was. Das war ja klar. Och nö. Geh weg. Vielleicht machen wir auch erstmal die Hexe weg. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt hat sie ihr Schild wieder. Und mal ein bisschen aufladen, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Nein! Jetzt habe ich natürlich den großen gar nicht im Blick. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ah! Scheiße, das war mir klar. Komm her! Na, was willst du? Yeah! Boah. Jetzt durfte ich eigentlich mehr Schaden machen. Aber auch nur eigentlich. Boom! Ach nö! Ihr könnt mir aber auch keine tollen Gegnerkombinationen, oder? Wow. Ich glaube, jetzt sollte ich mich erstmal um den Dicken kümmern. An den wollte ich mich so gar nicht ranziehen. Vielleicht hauen die sich auch gegenseitig ein bisschen down. Oder der verschwindet einfach. Oh jawohl. Bam. Jetzt, wo ich ihn erwischen kann, erwische ich ihn natürlich mit der schwächsten Waffe, die ich habe. Ach. Hahaha. Na, wo ist er? Ist immer noch mein absoluter Hassgegner bis jetzt. An sich ist er ja einfach, aber man braucht so lange für den. Weil man immer nur so wenig Zeit hat, den anzugreifen. Geh mir doch nicht auf den Sack hier.
jetzt lasse ich mich natürlich auch noch vollkommen treffen. Leer. Ach man, immer mit seiner letzten Scheißattacke. Oh, immerhin kann ich mich an den Rand ziehen. Vor allen Dingen. Ich wäre eigentlich so, dass ich hinter ihm bin und jetzt kann ich nämlich erst angreifen. Und dann aber auch nur so zwei kleine Attacken. Das ist total nervig. Oh, lol. Das war's schon. Oh, ach nö. Oh, jetzt geht's los hier, ey. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Ja, verschwinde, genau. Jetzt konnte ich durch sie schön ausweichen. Geh mir doch nicht auf den... Wow! Alter. Hä? Warum ist das jetzt durch sie durchgeflogen? Was war denn das jetzt? Ich mach jetzt erstmal. Nein! Boah, Alter. Ist ja noch irgendwo ein Lebens... Ja, da drüben. Boah, ist das penetrant, Mann. Nein! Dankeschön. Oh, geht doch. Komm ein bisschen hier hinten hin, ich will. Ganz in Ruhe. Die Dinger hier einsammeln. Kamera. Ist ja ganz schön, dass du das machst, aber im Moment will ich das da einsammeln. So, wo bist du? Da. Eigentlich muss man nur warten, bis er immer das gemacht hat. Natürlich auch ausweichen. Sonst bringt das alles da nichts. Ja. Sowas kann er natürlich instant noch aus... Oder verteidigen. Ausweichen, wollte ich schon sagen. Jetzt haben wir wenig Leben, nichts zum Heilen. Super Voraussetzung, um hier weiterzugehen. Egal. Wir sind Dante, wir machen das schon. Haha. 35 von 40. Geht's denn? Ach, da oben. Na komm. So. Ah ja. Mitten ins Nichts. Auch nicht schlecht. Mission abgeschlossen. Dass wir trotzdem Stilpunkte S bekommen haben. Ist ein Wunder. 4 verwendete Gegenstände. Oh. Eigentlich schlecht. Na gut, das war wieder ein Part Devil May Cry. Wir hören uns im nächsten. Ciao, Leute.